Erwartet nicht einen Aufschub des Gerichtes, denn es ist die Zeit gekommen, die ich gesetzt habe als Ende dieser Erlösungsepoche, und darum müssen sich nun erfüllen die Voraussagen, die ich durch Seher und Propheten euch Menschen zugehen ließ, jede Zeit. Es ist die Zeit gekommen, wo ich Gericht halte, um zu scheiden das Gute von Bösen, das Gerechte vom Ungerechten. Und ihr alle könnt sehr wohl auch an den Zeichen der Zeit erkennen, welche Stunde die Weltenuhr geschlagen hat. Ihr alle braucht nur zu achten, der Zeitereignisse, die ich euch als sichere Zeichen ankündigte. Denn niemals wird Tag und Stunde des Endes angesagt, doch alle Umstände Erwähnung getan, die das Nahende begleiten. Aber nur die Sehenden werden solches beachten, denn die Blinden im Geist gehen unbeeindruckt an allem vorüber, was sie mahnen sollte an das Ende. Doch die Zeichen werden sich mehren und bald so offensichtlich in Erscheinung treten, dass sich viele Menschen fragen werden um deren Bedeutung. Denn die Natur wird sich verändern, wie auch ihre Gesetze, und rein irdisch wird sich keine Erklärung dafür finden lassen. Ich aber werde dafür sorgen, dass diese Zeichen Erwähnung getan werde. Ich werde euch die Gedanken derer darauf lenken, die nichts gelten lassen wollen von geistigen Zusammenhängen mit allen irdischen Erscheinungen, und sie sollen, so sie willig sind, außerordentliche Wechselwirkungen beobachten können, die ihnen zu denken geben. Jeder Mensch aber, der ernsthaft nachzudenken beginnt über solche Erscheinungen, wird Segen davon tragen, denn er wird in ein Gebiet eingeführt, das er zuvor noch zu leugnen suchte. Er wird vorerst mit der Möglichkeit eines geistigen Zusammenhanges spielen und sich immer mehr mit der Gedanken vertraut machen, dass die Welt vor einer Wende steht, wenngleich es ihm nicht restlos verständlich ist. Dieser kann aber noch zum Verständnis kommen und sein Weg kann fortan aufwärts führen. An jeden Einzelnen trete ich noch heran und jedem Einzelnen helfe ich zum vollen Verständnis, der nur dieses begehrt. Denn darum lasse ich noch Zeichen und Wunder geschehen, auf dass der Mensch darüber nachdenklich werde und ich ihn dann gedanklich belehren kann, je nach seinem Wahrheitsverlangen. Und Licht soll werden dem, der Licht begehrt. Amen.